Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Kommen wir mal wieder zu Williams zurück. Die Frage auch, jetzt gab es ja heute Morgen die Bestätigung ja auch von Audi. Man wird ja jetzt 2026 in der Formel 1 fahren. Porsche soll auch folgen. Ist das mal primär eine gute Nachricht für die Formel 1? Ja, ich glaube, es ist eine sehr gute Nachricht für die Formel 1. Der Volkswagen-Konzern ist einer der größten Automobilhersteller der Welt. Und wenn sich der Volkswagen-Konzern für die Formel 1 entscheidet, dann ist das ein ganz klares Zeichen, welchen Wert die Formel 1 mittlerweile im Motorsport hat. Und wenn man sieht, dieses Jahr sind alle Rennen weit vorab ausverkauft. Und das Interesse der Formel 1 ist extrem gestiegen. Und ich glaube, da hat die Netflix-Serie Drive to Survive einen großen Beitrag zu geleistet. Aber es hat auch sehr viele junge Fans. Ja, mit Drive to Survive, die Fangruppe, die wirklich ganz stark zur Formel 1 dazugekommen ist, ist 18- bis 35-Jährige. Und das hätte man eigentlich vorher nie für möglich gehalten, weil es vor ein paar Jahren hieß, die Formel 1-Fans, die sterben aus. Und jetzt ist da eine sehr junge Gruppe hinzugekommen und das ist, glaube ich, sehr interessant für alle Automobilhersteller. Speziell auch, dass das Reglement jetzt so ist, dass es auf Erneuerbare, dass mit erneuerbaren Energien und mit E-Fuels gefahren wird und 50% elektrische Energie für die Autos verwendet wird. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für Hersteller und ich denke, wenn der Volkswagen-Konzern sich zur Formel 1 committet, dann kann es sehr gut sein, dass auch andere Konzerne da noch nachziehen. Und das ist sicher gut. Ich glaube, was wichtig ist, dass die Teams in privater Hand auch bleiben, weil das ist für die Teams ist Formel 1 das Kerngeschäft. Man sieht immer wieder, die Hersteller können rein und rausgehen, weil es nicht das Kerngeschäft ist. Aber für Williams zum Beispiel ist die Formel 1 das Kerngeschäft. Ja, und wenn man aus der Formel 1 raus ist, dann hat die Firma keine Berechtigung mehr. Und daher, um die Formel 1 konstant zu halten, glaube ich, dass es Privatteams absolut braucht. Sie haben es gerade angesprochen, die Netflix-Serie Drive to Survive, dass es auch junge Leute anspricht. Ist es dann nicht umso bedauerlicher, dass die Formel 1 gerade in Deutschland mit Ausnahme von 4 Rennen überwiegend im Pay-TV läuft? Ja klar, es ist nicht die Idealsituation. Ich würde sagen, in erster Linie wäre es wichtig, ein Rennen in Deutschland zu haben. Ja, es ist schade, dass es kein Rennen in Deutschland gibt. Und dazu kommt natürlich dann auch, dass es nur dass außer 4 Rennen nur im Pay-TV ist. Aber ich denke, das ist eine Entwicklung, die weltweit weiter fortschreitet. Das Pay-TV wird immer mehr in den Vordergrund rücken und es wird immer mehr Pay-TV sein als öffentliches Fernsehen. Aber da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Also für mich wäre eigentlich wichtiger, dass es ein Rennen in Deutschland gibt, als ob es jetzt im öffentlichen TV ist. Wäre denn eine Partnerschaft auch mit Audi oder Porsche denkbar? Ich würde sagen, denkbar ist alles. Es kommt immer auf die Konditionen an. Und Williams will unabhängig bleiben. Und das ist die Hauptpriorität. Und wenn das im Rahmen möglich ist, dann kann man darüber sprechen. Ansonsten, wie vorher gesagt, Williams will unabhängig bleiben und will selbst entscheiden, was richtig ist für Williams. Und das ist die Hauptvoraussetzung. Und in Sachen Motoren bleibt es bei der Partnerschaft mit Mercedes auch weiterhin? Ja klar, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Mercedes, sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Sind sehr zufrieden mit dem Service, mit den Motoren an sich. Da gibt es keinen Grund, was zu ändern. Jetzt gab es ja vor kurzem auch von der FIA die Mitteilung, dass man ja jetzt diese Regeländerung in Sachen Proposing jetzt ja auch beschlossen hat. Kommt das Ihnen jetzt zugute oder sagen Sie, es wäre besser gewesen, wenn es diese Regeländerung jetzt nicht gegeben hätte? Das muss man mal sehen. Oder für unserer Ansicht nach ist es viel zu kompliziert. Man hätte das viel einfacher machen können. Und ich glaube, da muss die FIA sollte stärker sein und sollte jetzt nicht nur auf die Teams hören, sondern sollte selbst Entscheidungen treffen. Und das Reglement könnte wesentlich einfacher sein als das, was jetzt vorgeschlagen wird. Inwiefern? Ja, man könnte zum Beispiel sagen, es ist ein sehr kompliziertes Reglement sowieso, wie die Autos aufsetzen dürfen und was gemessen wird danach. Man hätte das einfach machen können, indem man sagt, der Verschleiß
muss anders gemessen werden, der Bodenplatte, und der muss überall gemessen werden können. Und dann hätte man da schon wesentlich einfache Lösungen finden können. Ich meine, das Purposing ist in den letzten Rennen ist nicht mehr aufgetreten. Ja. Die Teams haben das extrem reduziert und die lernen ja auch. Und das Reglement war auch gut genug, um das zu verhindern. Wenn das Team das will, das ist, er hat dann Einfluss auf die Performance, aber ich meine, das ist jedem Team dann freigestellt. Aber man hätte das Reglement einfacher machen können und das Gleiche erzielen können. Aber das ist ja auch noch in der Diskussion, was im nächsten Jahr passiert. Aber kommt es Ihnen zugute oder könnte das eher ein Nachteil werden? Ich glaube, das ist schwer zu sagen, das muss man sehen. Das ist, wir haben kein Purposing gehabt, also wir müssen an unserem Auto so gut wie nichts ändern. Und das gilt für einige, aber man muss wirklich sehen, was dabei rauskommt. Ist schwer zu sagen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.